Hallo und willkommen zurück im Gefängnis. Toll. Ich wollte gerade sagen, unser Hof wird benutzt von unseren Häftlingen. Jetzt sind sie aber alle weg. Aber unsere Bäume sind gewachsen. Sieht doch gleich viel schöner aus hier. Was ich mal machen wollte, ist Temperatur. Denn wir haben das kleine Problemchen, dass wir hier Bereiche haben, die ein bisschen unterkühlt sind. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwo eine Heizung haben, die vielleicht auch gar nicht angeschlossen ist, die wir auch schon gebaut haben. Die sind angeschlossen, naja. 20 Grad. Hier zum Beispiel. Wir haben hier in diesem kompletten Todestrakt-Bunker nicht eine einzige Heizung. Ist auch gut. Objekte. Ich würde sagen, wir machen eine hierhin. Und eine setze ich einfach mal hierhin und guck mal, wie das dann funktioniert. Gucken, ob das funktioniert. So. Dann haben wir, ich glaube, eine Krankenstation. Ja, hier in der Krankenstation sollten wir vielleicht auch eine Heizung haben. Eine Leichenhalle nicht. Setz mal eine Heizung hier rein. Und eine setze ich einfach mal mittig hier rein. Wie ist der Personalraum so so leer? Billardtisch. Ich weiß gar nicht, ob wir hier fertig waren mit Bauen oder ob ich es einfach vergessen habe, fertig zu machen. Eigentlich könnten wir auch noch einen zweiten Serviertisch hier reinsetzen. Den Billardtisch setze ich mal lieber. So. Dann können wir hier noch einen Tisch ran machen. Mit Stühlen. So. Dann hier oben haben wir hier Heizungen. Ich glaube nicht. Nö, haben wir auch nicht. Sehr gut. Oder sehr schlecht, je nachdem. Eine können wir hier, nee, hier hin machen. Hier hin. Dann können wir vielleicht hier noch eine. Und hier noch eine. Schließen wir es mal an, dann müssen wir erstmal gucken, wie weit dann die Wärme auch ausstrahlt. Shit. Wo habe ich die jetzt hingesetzt? Okay, ich warte erstmal, bis die gebaut sind. Was haben wir hier drüben? Okay, hier oben fehlt ein bisschen Wärme. Ich könnte hier eine Heizung hinsetzen. Hier, okay. Hier ist die Frage, ob das reicht. Eigentlich sollte es reichen, oder? Die Zellen bekommen eigentlich durch die Boiler gut Wärme. Hier müssen auf jeden Fall noch welche rein. Okay, das heißt, wir machen hier eine hin. Hier eine hin. Hier eine hin. Hier eine hin. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Toilette dann benutzen können, aber ich kann da mal da eine hinsetzen. Es ist schön warm beim Kacken. Und hier könnten wir eigentlich noch einen Tisch. Ein paar Stühlen.
Noch irgendwas? Und ein Radio, so. So. So, warum ist hier eigentlich kein Warmwasser? Da gucke ich gleich. So. Und so. Der Boiler hat Zugang zu normalem Wasser. Und Zugang zu Strom. Achso, er hat keinen Zugang zu Warmwasser. So. Ich hoffe, das reicht hier. Und dann... Ups. Okay, ich glaube, das wird nicht reichen. Mal gucken, ob das von hier geht. Würde wahrscheinlich auch nicht reichen, wenn wir gleich mal gucken. Dann hier haben wir... hier wollten wir auf jeden Fall mal was bauen, glaube ich. Oder haben hier was gebaut und keine Ahnung. So, so und so. Und das hier kann weg. So, Werkstatt. Okay, hier ist jetzt auch warm. 20 Grad, 19 Grad. Die müssen noch installiert werden. Okay, die auch, okay, alles klar. Dann, das haben wir. Da ist eh noch nichts. Hier brauchen wir Hitze. Hier in den Besucherraum noch eine rein. Und hier auch. Oder einen, ist ja der Heizkörper. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall einen Warmwasserboiler. Oh Gott, das wird auch niemals reichen. Ich glaube, ich baue den hier rein. Hier brauchen wir keinen. Und dann brauchen wir auch noch Zufluss durch normales Wasser. Großes Rohr. So. Und auf der anderen Seite, schon haben wir gar keinen Boiler gebaut. Ja, die Frage ist, ich glaube nicht, dass es bis hier unten reicht. Können wir mal gucken. So. Und so, also es wird auf keinen Fall bis hier hinten reichen. Und ich glaube hier auch nicht. Da müssen wir dann wahrscheinlich noch Boiler bauen. So, wie sieht's aus hier? Hier fehlt noch eins. Hier fehlt auch immer noch. Hier fehlt auch immer noch. Okay, alles klar. Gut, dann müssen wir erstmal kurz warten, bis die Sachen gebaut sind. Währenddessen können wir mal gucken, wie es hier aussieht. Fleißig am Essen, unsere Häftlinge. Oh, warum muss sowas während der Essenszeit passieren?
irgendjemand gestorben von den Häftlingen oder sind es wieder nur unsere Wachen gewesen? Bewusstlos, bewusstlos. Der ist tot. Wer ist das? Töte bewaffnete Wache, das ist gut. Wer bist du? Information? Verdammt, nur ein Bandenmitglied. Aber ein höherrangiges. Hätten die nicht einen von den drei umbringen können? Mensch. Warum kriegen wir eigentlich keine neuen Häftlinge? Also nicht so viele. Das ist eine gute Frage. Hier wird noch gebaut. Hier wird noch gebaut. Hier wird auch überall noch gebaut. Warum nehmen wir eigentlich keine neuen Häftlinge auf? Obwohl ja sogar welche verfügbar sind. Aber okay. Dann können wir ja trotzdem neue Zellen bauen. Planung. Wände? Nein. Quatsch. Schnell. Klon. Was ist das hier eigentlich? Kann ich gar nicht lesen. Hauswirtschaftsraum. Oh Gott, wer baut denn sowas? Ich würde doch niemals, niemals meinen Strom und mein Wasser zusammenbauen. Ist doch viel zu gefährlich. Ist das hier Gemeinschaftsraum? Okay. Klassenzimmer. Küche. Kantine. Ein Büro. Was ist das? Gemeinschaftszelle. Eine Zelle mit 4. Ist auch nicht schlecht. Luxuszelle. Sowas zum Beispiel will ich auch mal bauen. Höchstwahrscheinlich in unserem neuen Gefängnis. Die haben halt alles. Einzelzelle. Oh, die ist aber groß. Einfache Zelle. Oh, die ist aber groß. Na gut, Klon. Erstmal nur so. Nicht zu viel auf einmal. Weil unsere Arbeiter sind ja hier unten auch noch beschäftigt. Können wir mal auf 3 stellen. Ist ja eh gerade mitten in der Nacht. 12 Uhr mittags, um genau zu sein. Wir sind auch schon beim 114. Tag. Gesamtspielzeit 51 Stunden, 1 Minute und 48 Sekunden. Krass, so lange schon? Nicht schlecht. "24 Häftlinge haben keine Zelle. Wahrscheinlich immer noch hohe Sicherheit, genau. Oder sitzen hier noch irgendwo Leute in Einzelhaft, beziehungsweise mit... What? Fuck. Oh, fuck. Wir haben 2 Ausbrüche. Ne, 3 Ausbrüche. Shit. Wahrscheinlich hier, wa? Oh, die Wichser. Entschuldigung. Aber trotzdem, die Wichser. Habe ich hier keine... Wo ist denn das nochmal? Einsatz. Nein, doch, Patrouillen. Doch, ich habe hier Patrouillen, okay. Aber irgendwie sind hier keine Wachen zugeteilt, kann das sein? Wow, ich hatte hier Patrouillen, aber sind keine Wachen zugeteilt.
Zack. Ah ne, hier muss keine Patrouille. Hier muss eine Patrouille. Mal von Tür zu Tür mache ich. Und hier können wir auch gleich eine hinschicken. Ich überlege gerade. Eigentlich könnte ich doch auch zwei Leute hier einsetzen. Damit es ein bisschen... damit die Leute ein bisschen entlasteter sind. Obwohl, hier reicht eine. Hier reicht eine, hier reicht noch überall eine, die sind ja kurz genug. Hier, ja, reicht eigentlich auch eine. Die sind halt ein bisschen länger, die Patrouillenrouten. Hier ist Patrouille, okay. Okay, der und der. Die sind, nee, drei davon sind ausgebrochen. Shit. Vielleicht sollte ich rein prophylaktisch. Und warum haben die. Hat er eigentlich nicht geschossen hier? Weil die sind doch hier raus und dann müsste doch eigentlich er hier geschossen haben, oder was? Ist doch ein Sniper, so weit kann er doch schießen. Beziehungsweise. Na gut, unbesetzt natürlich. Was ich gerade sagen wollte, eigentlich könnte ich doch rein prophylaktisch hier. Eine Mauer ziehen. Da wir komischerweise eh gerade keine Häftlinge bekommen, können wir ja unseren Lieferweg mit Material zuliefern. Zuballern. Und dann dürfen die, wenn sie hier nochmal ausbrechen wollen oder nochmal den Plan machen, können sie bis hier oben graben. Und hier auf der Seite mache ich es mal auch. Hier haben wir die Mauer ja schon. Ziehe ich hier auch noch eine. Wenn wir das Gelände eh, es ist ja unser Gelände, es gehört ja uns, es ist ja unser Grundstück. Also können wir es ja auch bebauern. So. Den will ich mal sehen, wie ihr noch ausbrechen wollt. Wenn es die Möglichkeit ist, wenn nachher hier Zellen sind, dass die nach hier noch ausbrechen könnten, aber wir können ja hier immer noch für 160k kaufen. Und hier auf der Seite weiß ich nicht, ob hier jemand ausbrechen will. Ach ja. Hier war ja mal ein Tunnel. Ich erinnere mich. Gehweg? Ja. Und hier haben sie ja unseren schönen Rasen kaputt gemacht, unser Gehweg. Hier, das macht eh keinen Sinn, den Rasen zu erneuern. Hier auch nicht. Ja, gut. Wasser. Ne, Moment. Erstmal gucke ich, bevor ich es wieder vergesse, weil das ist so eine Sache, die ich mir, wo ich mir immer wieder sage, da gucke ich kurz mal rein, dann setze ich eine Heizung, dann vergesse ich es immer wieder. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, was gut und was schlecht ist bei Temperatur, also ob 19 Grad jetzt angenehm sind. Welcher von euch Pennern hat meinen Koch getötet? Keine Zelle für diesen Häftling. Mord und schwere Körperverletzung. Tja. Ich weiß nicht, ob du das warst. Oder du. Aber weil ihr beide in der gleichen Zelle seid, bringe ich euch jetzt einfach mal in die höchste Sicherheitsstufe. So. Weil Platz haben wir ja da eh wieder. Da sind ja ein paar Leute gestorben. Eigentlich könnte ich sogar noch 5 Leute darüber schicken. Was ist mit dir? Mord, Reinheit. Okay. Wir hatten noch hier so ein paar Häftlinge, die Mord hatten. Wer war denn das? Gott. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Ich wollte eigentlich wegen der Temperatur gucken. Oh. Wo denn jetzt? Ja, okay. Alles klar. Höchste Sicherheit. Okay, nochmal.
Logistik, Temperatur. Hier ist es noch relativ kalt. In die Werkstatt könnten wir. Das sind alles Sachen, die ich irgendwann mal verbessern werde. Also nicht. Doch, vielleicht auch hier verbessern werde. Aber so Dinge, die ich halt auch bei dem neuen Gefängnis beachten werde. Ich glaube, da müssen noch viel mehr Heizungen. 19 Grad sind, glaube ich, nicht angenehm. Auf Dauer. 22 Grad, 21, 20. Draußen sind 12, klar. 20 Grad. Ich meine, hier sind 29 Grad. Ich bin mir nicht sicher, ob 29 Grad angenehm ist. Es ist ja schon wieder überhitzt, quasi. Hier sind 20 Grad. Das klingt schon relativ angenehm. Hier aber 19. Vielleicht setze ich hier. Oder in den Hinrichtungsraum nicht, aber. Vielleicht setze ich in den Personalraum noch eine rein. Wenn hier eine reinpasst. Hier hin. Und hier setze ich auch noch eine rein. Einfach weil in so einem Krankenzimmer. Da sollte es auf jeden Fall re recht warm sein. Vielleicht setze ich sogar zwei rein. Ja, so und so. Dann. Oh Gott, ich bring's immer durcheinander, welches Menü das ist. Waffenkammer 17 Grad. Eine Heizung macht doch gar nicht so viel. Also in die Waffenkammer. Hier ist jetzt dank dem Boiler warm. Das ist gut. Du bist noch nicht angeschlossen. Du bist auch noch nicht angeschlossen. Hier müssen auch überall noch Heizungen rein. Okay. Hier oben. Du bist nicht angeschlossen. Du bist angeschlossen, aber hier müssten auch noch mehr Heizungen rein. Alles klar. Okay, dann setzen wir hier eine Heizung hin. Hier eine Heizung hin. Hier die Boiler. Und gucken, was die Heizung macht, wenn die ausstrahlt. Dann hatte ich gesagt, hier unten. Warum steht die eigentlich so komisch? Ich würde die gerne so haben. Jetzt steht zwar mitten im Raum, aber die schmiegen sich ja dann immer an der Wand an. Und wir haben noch einen Todesfall. Oh shit. Ich glaube, ich habe da gerade eine Heizung gesetzt. Wo? Hier. Schade, dass ich die nicht in Todestrakt strecken kann. Alter, wo habe ich die Heizung hier hingesetzt? Seht ihr hier irgendwo eine Heizung? Bin mir sicher, dass ich gerade, als ich auf Todesfall geklickt hatte, irgendwo eine Heizung platziert habe. Egal. Eigentlich müsste sie ja, sobald sie gebaut sein, müsste sie uns ja blinken, dass sie. Ihr wisst schon. Müsste blinken. Dass kein Warmwasser da ist. So, jetzt habe ich es. In die Waffenkammer wollte ich noch eine setzen. In den Zwinger setze ich auch noch eine. Was ist denn hier los? Können wir hier auf 2 gehen? Solange ich hier keinen Überblick habe. Hier, ihr braucht noch eine Heizung. Ihr habt den Boiler. Ihr habt hier eine Heizung. Die sind da. Ich würde sagen, hier noch eine hin. Und hier noch eine hin. Nein. Hier noch eine hin. In der Theorie müsste, glaube ich, wirklich in jedem Raum eine Heizung stehen. Damit die nicht erfrieren, die Leute hier. So, und den ganzen Spaß müssen wir jetzt mit Warmwasser verbinden. Ich glaube, was man auch machen müsste,
in einem neuen Gefängnis ist zum Beispiel, okay, hier fehlt ein Boiler. Sowas wie Servicebereiche zu machen, Servicegänge so, wo man halt sowas wie Boiler einsetzt, dass die halt nicht mittendrin. Also in der Theorie ist ja das hier sozusagen ein Servicegang. Rein theoretisch könnte ich den absperren und sagen, hier darf nur Personal rein. Aber dann könnte man den auch einbreit machen oder so. Obwohl, dann kommt man hier vielleicht nicht vorbei. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Dass man halt so eine Sachen wie Boiler und so nicht im Gefängnis zu stehen hat. Wie ist hier eigentlich los? Warum ist hier überall Blut? Wie hier zum Beispiel. Die halt mittendrin stehen oder hier. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Ich als Häftling, der vielleicht versuchen möchte auszubrechen, könnte sich da denken, an den Boiler könnte man ja vielleicht ein bisschen rumschrauben, um Personal und Wachen abzulenken. Was wollte ich machen? Genau. Warmwasser. So. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier verbunden ist. Doch, müsste. Strom. Klauen wir mal von hier. So. Dann war hier, glaube ich, irgendeine Heizung. Ah, hier komme ich mit Warmwasser noch nicht hin. Ah, hier, guck mal. Hier haben wir zum Beispiel wieder den Servicegang, wie ich ihn halt nannte. Können wir hier einen Boiler hinsetzen. Hier kommen ja eh später Zellen hin. Und ich hoffe, das reicht bis hier. Hallo? So. Und Strom. So. Die Heizung. Achso. Ich wollte gerade sagen, die Heizung steht noch nicht, aber die steht schon. Gott, das wird doch auch nicht reichen, oder? Wenn nicht, muss ich hier noch einen Boiler hinsetzen, wenn das nicht reicht. Dann hatte ich hier Heizungen, genau. Verbinde ich mal so. Die ist dort. Dann setze ich hier noch einen Boiler hin. Verbinde den so. Und guck mal, ob das hier reicht. Habe ich hier eine normale Wasserleitung zu liegen? Hier habe ich die. Die nehme ich mal so. Und so. Und so. Verbinde die dann so. Und so. Dann. Oh, ups. Oh, wow. Genau, bis hier reicht's nicht. Dann muss ich hier auch noch einen Boiler hinsetzen. Es ist ein bisschen blöd, dass man Warmwasser nur durch diese Boiler bekommen kann. Also, dass man nur so eine kleinen Boiler hat. Geil wäre halt, wenn man noch so irgendwie so eine große Anlage machen könnte, die halt Warmwasser regeneriert. Und dann weiß ich für so einen ganz großen Bereich ist. Das wäre cool. Was ich mir auch überlegt hatte, also, ich meine, ihr merkt ja schon, ich habe tatsächlich geplant, irgendwann noch ein neues Gefängnis zu machen. Oh, das gefällt mir. Guck mal, die bringen sich gegenseitig um. Bitte, liebe Wachen, greift nicht ein. Guck mal, die bringen sich nämlich. Oh, er ist völlig. Nein, nein, nein. Hör auf, hör auf, hör auf. Pissed off. Du bist pissed off. Du gehst jetzt mal ganz kurz hier hin. Du auch. Du auch. Könnt danach wieder an eure Position gehen. Oh, jetzt hat er ihn umgebracht. Verdammt. Was ist denn jetzt schon wieder?
Our staff have become unhappy. They are working conditions in the prison and have threatened to go to strike if they don't get 50% pay rise. Okay, schon wieder? Ist ja nicht so, dass ich bei minus 80.000 wäre. 50% wollen die schon wieder? Oh Gott. Was das? Sind doch 50%. So, dann gehen wir wieder ein paar runter. Minus 120.000. Okay, ich komme langsam, glaube ich, sogar an einen Bereich, wo ich dieses Spiel nicht mehr weiter, also dieses Gefängnis nicht mehr weiterspielen kann. Bei minus 100.000 wird es ziemlich gefährlich. Also so minus 20, minus 30.000 konnte man, sogar minus 50.000 konnte man noch sehr gut durch den, durch die vorzeitige Entlassung machen. Aber minus 100.000 wird schwierig. Warum habt ihr denn schon wieder so viele Probleme mit? Ich meine, wenn ich jetzt mehr Wachen hole, heißt das natürlich auch, dass ich wieder mehr bezahlen muss dafür. So, ich wollte eigentlich gucken, wer wurde hier eigentlich umgebracht. Shit, wo sind die Leichen? Bandenmitglied. Und Bandenmitglied. Okay, ich kann aber leider nicht mehr gucken, zu welcher Bande die gehörten. Wahrscheinlich zwei unterschiedliche Banden, die sich gegenseitig ermordet haben. So. Oh shit. Ich sehe gerade, dass wir ganz schön, dass die Folge ganz schön lang geht. Ich würde sagen, das war's für heute. Morgen mache ich natürlich weiter mit der Heizung. Wir haben ja immer noch ein paar Heizungen, die nicht angeschlossen wurden. Und ich muss echt mal gucken, wie das hier läuft, weil wenn es so weitergeht, werde ich auf jeden Fall pleite gehen und dann ist das Projekt hier auf jeden Fall zu Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.